Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Alink Between Worlds Randomizer. Es geht wieder weiter, wir sind hier in Turtle Rock drinne, aktuell. Und ich habe eine kleine traurige Nachricht, heute der Part wird leider nachkommentiert werden, da, ja, mein Mikrofon wurde nicht aufgenommen, da irgendwo im Hintergrund so ein Update gemacht wurde. Und deswegen wird heute der Part, also diese Folge, und die nächste Folge leider nachkommentiert sein. Aber ich werde es irgendwie so machen, dass ihr das gar nicht merkt. Ne? Wir werden ganz normal labern. Und ja, wir sind in Turtle Rock drin. Die erste Etage hat man abgeschlossen. Wir gehen jetzt in die untere Etage. Da haben wir auf jeden Fall noch 4 Schatzkisten. Da oben sind gleich 2 Stück am Start. Bin schon ganz gespannt, was da wohl drin sein wird. Ich weiß es ja gar nicht. So, und wir smashen hier erstmal Gegner. Zack, und oh yeah. Okay, wenn wir Gegner töten, kommen da Plattformen hochgefahren. Da kommt die nächste direkt. Das ist doch sehr angenehm. Ja, ich meine, der Vorteil ist, wenn man nachkommentiert, man kann sich da mal richtig Zeit nehmen, kann sich das mal richtig angucken, was der Typ da eigentlich macht, ne? So, da war ein Schlüssel. Und das ist aber ein Mai-Mai. Schade. Ja. Ich freue mich auch richtig, da hat sich die extra lange Folge im nächsten Part gelohnt. Freut euch drauf. Ich glaube, 27 Minuten geht die wieder. Da freue ich mich richtig, dass ich 27 Minuten nachkommentieren kann. Super. Geil. Ja, das ist immer... Da freut man sich immer wahnsinnig, wenn du aufgenommen hast, ne? Und dann, ja, merkst du, da hat irgendwas nicht geklappt. Das ist immer geil. So, der Typ da. Wir... kriegen den mit den Eisdingern nicht runter, deswegen habe ich da mal Bomben genommen. Das hat ganz gut funktioniert. Und dann fehlt, glaube ich, auch nur noch einer, um diese Plattform zu vervollständigen. So, da ist er doch schon. So, pass auf. Den hauen wir jetzt hier nochmal weg. Aber natürlich gibt er uns noch eine mit. Und da ist schon die letzte Plattform. Und da kommt direkt eine fette Schatzkiste noch hoch. Geil. So, kommen wir denn von hier aus direkt rüber zu den Schatzkisten? Das könnte doch möglich sein, oder? Guck mal, und wenn wir das Ding dann noch hochfahren mit dem Schalter, das habt ihr ja gerade gesehen, dass das funktioniert, da kommen wir bestimmt auch noch an die andere Schatzkiste ran. So, aber jetzt erstmal ein kleiner Schlüssel, okay. Wir haben aktuell 3 kleine Schlüssel. Das sollte auf jeden Fall auch ausreichen, um... Ja, das sind alle Schlüssel, die wir hier brauchen. So, dann fahren wir das Ding hier mal hoch. Und drehen das nochmal ein und dann... Gucken wir mal, das müsste doch passen, ne? Dann können wir uns da die fette Schatzkiste noch holen. By the way, ich habe hier noch einen schönen Schluck Kaffee dabei. Ich sollte öfter mal nachkommentieren. Ist viel angenehmer. So, 100 Rubine. Das juckt uns nicht. Wir haben viel zu viel Kohle. Und hier können wir vielleicht noch so einen kleinen Shortcut machen. Ne, da kommen wir sogar direkt rüber zu der Schatzkiste. Perfekt. So, was kriegen wir denn hier Schönes? Zeige mal. Okay, da ist der große Schlüssel drin. So, da haben wir nur noch eine Schatzkiste leider. Es ist auch gleich wieder vorbei. So, dann habe ich überlegt, da kannst du doch direkt hier auch noch rüber, ne? Wenn du da einmal lang gehst, kannst du bestimmt auch nochmal in die Wand und kannst da auf die andere Ecke auch rüber watscheln. Und das haben wir dann direkt mal probiert, so. Und dann gleich nochmal ein zweiter. Und dann ist mir hier aufgefallen, ups, da geht's gar nicht lang. Tragisch. Naja, gut. Also schlagen wir mal einen anderen Weg ein. Da waren wir schon drin, da haben wir Schlüssel gefunden. Dann können wir theoretisch hier mal rein. Mal gucken, was wir hier finden. Okay, die... Die kommen noch gleich. Die, ja, ja, okay. Die Tür muss natürlich erst zugehen. Vorher ist das nicht. Au. Oh. Was für Arschgegner. Also ich glaube, die Feuervariante von den Typen ist da auch mit am stärksten hier. Weil die Eisgegner kann man halt direkt mit dem Feuerstab einfach wegburnen. By the way, wir haben auch einen Feuerstab bekommen im letzten Part, richtig geil. Den müssen wir dann gleich mal upgraden. Die Feuervariante ist auf jeden Fall am stärksten von den Typen. Die Eisvariante, einmal Feuerstab, tot. Auch der große Typ, ne, da gibt es ja auch eine Bossvariante von, ist halt auch direkt ein Feuerstab tot. So, dann gehen wir mal hier rüber. Mal, was wir hier noch so meistern können. Da müssen wir unseren zweiten Schlüssel. Und dann... Okay, da sind so spuckende Viecher. Aua.
So, erstmal einfrieren und dann hier einen Schalter. Und dann kommen wir wahrscheinlich darüber, alles klar. Cool. Ja, also ich finde immer noch, die Musik hört sich irgendwie an wie auf so einem Bazaar. Keine Ahnung. Hätte irgendwie mehr zu einem Wüstentempel gepasst, meiner Meinung nach. So, da können wir dann also was hochfahren. Wir gehen aber erstmal hier rein, benutzen unseren letzten kleinen Schlüssel und sehen, da ist direkt wieder ein Schalter. Okay, mit dem wir wahrscheinlich dann... Ja, ich denke mal, damit können wir wahrscheinlich dann da unten durch die Tür rein. Aua. So. Schauen wir mal. Genau, da geht's zum Boss. Aber hier gehen wir mal noch nicht lang. Wir wollen ja noch die eine Schatzkiste haben. Deswegen schauen wir mal ganz kurz, wohin dieser Weg uns führt. Und ich denke, wir müssen hier erstmal ein bisschen Gegner kloppen. Und das ist irgendwie ein bisschen komisch gemacht hier, die Stelle. So, da kommt jetzt hier sowas rausgefahren. Und hier könnte ich jetzt direkt, aber das habe ich zu spät kapiert. Hier könnte ich direkt quasi rüber auf die Plattform, da könnte ich dann in aller Ruhe den Gegner noch töten. Aber wie gesagt, das habe ich einfach zu spät gemerkt. So. Zack. Ja, Plan ist auf jeden Fall heute den Boss klatschen. Und hier können wir jetzt in aller Ruhe den noch wegklatschen. Und da kommt hier nochmal eine wunderschöne Plattform noch hoch mit der letzten Schatzkiste. Und dann können wir doch hier an der Wand, oder? Ja. Können hier hin und dann machen wir uns direkt so einen Shortcut oder eine Abkürzung, einen Weg zur Schatzkiste und kriegen den Boomerang. Wie geil. Okay, Boomerang ist halt auch ein tolles Item. Auch wenn ich finde, es kommt leider ein bisschen zu spät. Ich denke, die Einsatzvarianten des Boomerangs sind mittlerweile sehr begrenzt, da du halt mittlerweile so viele Alternativ-Items hast. Und ich glaube, der Boomerang... Wo kriegt man den Boomerang normalerweise? Kriegt man den direkt bei Ravio? Kann man den da kaufen? Oder findet man den anderswo? Gute Frage. Ich glaube auch einfach standardmäßig bei Ravio, oder? Gut, dann gehen wir mal hier rein und werden mal den Boss wegfetzen. Okay, da haben wir nur den Schalter. Zack. Hallo? Hallo? Ah. Ja, mit den Eisdingern zielen ist manchmal gar nicht so einfach. So. Da dachte ich mir, oh, jetzt ist es wieder runtergegangen. Na toll. Aber, ne, fährt direkt wieder hoch. Musste man nur einmal aktivieren. So, und dann können wir direkt mal zum Boss rein. Rein da. Erstmal einen Schluck Kaffee. Mm. Perfekt. Ja, Leute, ich hoffe, ihr trinkt auch gerade einen schönen Schluck Kaffee oder esst irgendwas, einen Tee, ein Wässerle. Und genießt so ein bisschen die Folge hier. Also für mich ist das ja immer auch totale Entspannung hier, da einfach so ein schönes Let's Play aufzunehmen. So, und jetzt erstmal Boss-Time. Außer halt, wenn man merkt, man muss nochmal nachkommentieren. Das ärgert mich immer richtig. Sowas ist richtig ärgerlich. Normalerweise kontrolliere ich immer alles 15-fach, dass alles läuft, aber heute habe ich straight 2 Folgen aufgenommen. Das war keine gute Idee. So, wir haben hier eine fette Schildkröte, die uns mit Lava hinterher rennt. Wir haben auch schon gemerkt, wir müssen einfach durch die Löcher, die hier sind. Ja, quasi Eis schießen und dann machen wir der Schildkröte schon easy Damage. Ich denke, Eis ist da auch das Einzige, was hilft, oder? Kann man damit auch noch was anderes machen? Also irgendwie anders Schaden machen. Bomben vielleicht noch, könnte ich mir vorstellen, aber ich denke, da ist Eis schon das Einfachste. So, zweite Phase. Ich bin gespannt, was er hier mit uns macht. So, er kommt raus, oder? Jo, da ist er. Da ist er, die Schildkröte. So, und dann können wir doch, jo, einfach direkt weitermachen mit dem Eisstab. Oder mal mit dem Schwert versuchen vielleicht. Schwert geht auch. Dann können wir ja doch theoretisch mal Wirbelattacke machen, oder? Ja, wenn wir jetzt das stärkere Schwert hätten, wäre das, glaube ich, schon geil. Da wäre das viel schnurstracks erledigt. Ich finde, die Bosse bei A Link Between Worlds, das finde ich immer ein bisschen traurig, weil die sind nicht so, ja, so rätselspezifisch. Ne? Du kannst die quasi mit fast jeder Waffe kannst du die besiegen. Oder mit dem Schwert.
hast du jetzt nicht wirklich so, jo, du musst die unbedingt mit dem und dem Item besiegen. Das ist so ein bisschen traurig. Aber, naja. So, sie leuchtet schon rot, das heißt, wir haben sie gleich. Aua. Natürlich musst du nochmal ein bisschen reinhauen. Das machen wir hier, warte. Und dann blocken wir das mal. Aber es hat nicht funktioniert. So, da direkt wieder im Schwert hoch. Alter, was eine Reichweite. Meine Güte. Zack, Wirbelattacke und... Da blocken wir nochmal. Und... Ah, das war meine Schuld. Da hätte ich mich verstecken sollen. So, und jetzt direkt... Zack, okay. Game over für die Schildkröte. Turtle Rock ist erledigt. Nice. Gut, Leute, wir haben den nächsten Dungeon abgeschlossen. Fehlen theoretisch nur noch zwei. Ich glaube, Schloss Hyrule müssen wir zweimal machen. Kann das sein? Ich glaube, wir müssen einmal noch das blaue Juwel machen, finden. Und dann können wir ja in Schloss Hyrule einmal rein und dann, glaube ich, nochmal. Also einmal Lichtwelt, einmal Schattenwelt, glaube ich. So, einmal Mai leider nur. Und Impa ist das doch, oder? Das müsste Impa sein. Ja, der nächste Weise ist befreit. Cool. Ein Weise fehlt noch, wie gesagt. Und einmal dieses blaue Juwel, das blaue Amulett. So, ja, dann machen wir hier gleich mal Impa und TR war schon richtig. Warte mal, nochmal eine Runde drehen. Turtle Rock, so, zack. Und ja, dann macht's mal gut, ihr sechs Weisen. Wir gehen auf die Suche nach der nächsten. So, dann würde ich sagen, machen wir mal kurz Save Point. Oder, nee, warte, wir teleportieren uns einfach mal direkt zu unserem Haus und gehen dann in die Lichtwelt. Und dann würde ich sagen, craten wir erstmal unsere ganzen Waffen ab, oder? Richtig schön mit den Maimais, die wir gefunden haben. Da sollten eigentlich zwei, drei Upgrades dicke drinne sein und auf jeden Fall der Feuerstab, Leute. Auf jeden Fall der Feuerstab. Das ist so eine Impa-Waffe. Ist einfach so, ne? Wir haben jetzt Impa befreit und jetzt können wir auch einen Impa-Feuerstab haben. Ha! Ja, so. Okay. Dann auf zu den Mamais. Ba, ba, ba. Ich spreche die ja auch die ganze Zeit falsch aus, ne? Die heißen eigentlich Maiamai. Und ich sage immer Maimai. Aber ja, für mich sind das Maimais und nicht Maiamais. Egal. Vielleicht sind die aber auch nur im Englischen Maiamais. Keine Ahnung. Naja. So. Mai, 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 Mai. Erstmal schön hier die Mai-Mai-Musik. Ich finde die so cool. Ich liebe diese Mucke. So, Alter, der fette Feuerstab. Oh ja. Ja, der haut halt richtig rein, ne? Der kleine Feuerstab ist auch okay. Aber der fette Feuerstab, der ist halt wirklich nochmal eine andere Liga. Weil damit kannst du die Gegner einfach wegburnen. Und der hat auch noch so einen, ja, wie heißt denn das? So ein Push-Effekt, ne? Dass die Gegner von dir wegfliegen, so leicht. Das ist schon ziemlich geil. So, dann machen wir mal den Playcoins, ja. Boomerang, würde ich sagen. Ich denke, der Boomerang ist eher die bessere Wahl. Ich denke, ich habe nämlich nur noch einmal. Aber ich glaube, wir können sogar noch mal einmal Waffen upgraden. Müssen wir mal gucken. Ich trinke erstmal einen Schluck Kaffee. So, da haben wir den blauen Boomerang. Ja, wie gesagt, der Boomerang, der, ja, ist jetzt auch nicht mehr so nützlich. Der macht halt nur so Single-Ziele, ne? Single-Target. Und ich bin schon eher der Freund von Flächenangriff. So, da können wir noch einmal upgraden. Und dann würde ich sagen, machen wir doch direkt den Enter-Haken, oder? Das ist einfach besser. So. Mai, 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 Mai. Zack. Und da fehlen nur noch 11 Stück, Leute, dann haben wir alle. Was passiert nochmal, wenn wir alle 100 haben? Was kriegt man da? Da kriegt man auch nochmal Special irgendwas, oder? Aber ob wir da jeweils hinkommen, fraglich. Aber müssen wir ja auch gar nicht, ne? Müssen wir gar nicht. Wir müssen nur die Kernitems finden und dann, ja, können wir das Game theoretisch durchspielen. Also wir versuchen natürlich wieder alles mitzunehmen, alle Schatzkisten, die wir finden. Aber ich meine, die haben die Overworld komplett schon abgeklappert. Ich wüsste nicht, wo jetzt noch Schatzkisten sind. Vielleicht irgendwo zufällig noch irgendwelche Geheimgänge, die ich nicht kenne. Maybe. Aber wie gesagt, ich werde nicht auf Anhieb jetzt versuchen, die 100% hier reinzuwackeln. Wir versuchen wirklich nur das Game durchzuzocken. Und versuchen alles mitzunehmen, aber
wenn es nicht weitergeht, beziehungsweise ich nichts mehr finde, dann war es das halt auch. So, wir gehen mal zum Tower of Hera und ich glaube, ich würde... Ja, ich speichere erstmal. Und wir gucken mal in den nächsten Dungeon rein, oder? Ich meine, wir könnten auch jetzt hier in den, ich weiß gar nicht, in den Kampfturm, oder wie heißt das im, in der Schattenwelt? Na, da könnte man natürlich auch noch ein paar Items abgrasen und Geld farmen und Gegner smashen. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Oder wir gehen halt, in den nächsten Dungeon rein. Das ist halt jetzt die Frage. So, ich zücke mal kurz den Enterhaken. Die Frage ist halt, können wir überhaupt in den nächsten Dungeon reingehen? Dementsprechend, ich gucke mal kurz, so. Hier mal unseren Feuerstab ausprobiert. Da habe ich dann leider nicht mehr getroffen. Hat er mir ordentlich Schaden gemacht, der Penner. Der hat sich halt hinter den Steinen versteckt. Da habe ich den null erwischt mit meinem Feuerstab. Ja, das war dann einfach nur Fail, was ich da gemacht habe. Seht ihr auch, ne? Normalerweise ist das halt wirklich ein easy win mit dem Feuerstab, wenn du den irgendwie in die Ecken gedrängt hast. Aber ja, war halt meine Schuld. War Fail. So, und dann wollte ich hier gucken, ob ich denn hier einfach in die Schattenwelt kann. Aber hier war natürlich kein Schlitz. Hätte ich auch auf der Karte gucken können. Das hat man schon erledigt. Ja. Und dann war mein Guess, dass wir uns theoretisch... Achso, hier nur die Steine wollte ich nochmal gucken. Und dann wollte ich einfach nochmal zurück. Bin dann direkt in die Schattenwelt. Oder ich gehe gleich direkt in die Schattenwelt und porte mich dann quasi wieder hierher. Aber... Ich denke, wie gesagt, wir werden mal den Kampftower, den Kampfturm, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, Battle Tower, angehen. Weil, wie gesagt, da können wir halt auch noch ein paar Items uns holen. Die Frage ist halt, wie viele Items gibt es da zu holen? Also, das ist eine gute Frage. Müssen wir mal gucken. So, Ravio, hast du noch irgendwas? Nee, ne? Nee, nee, du chillst hier nur die Eier. Als Osterhase. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen aber mal hier in die Schattenwelt rein und porten uns mal hoch zum Gebirge und ja. Ice Ruins, da können wir theoretisch einfach mal reingucken, ob wir da überhaupt in den Dungeon rein können. Weil ich war irgendwie der Meinung, wir brauchen dafür dieses Amulett, aber das Amulett braucht man da an der Stelle gar nicht, ne? Irgendwie beim Sumpf war doch nochmal dieses Amulett. Dieses Erdamulett, was da benötigt wird. So. Aber ich habe mich jetzt entschlossen, wir machen den Dungeon. Also den, nicht den Dungeon, den, den Tower. Beziehungsweise, hier kann ich ja auch mit dem Feuerstab jetzt durch. Und hier kriege ich auch noch eine Schatzkiste, Leute. Einfach so nochmal easy peasy eine Schatzkiste. Mit 100 Rubinen. Ah, schade. Hätte halt auch nochmal was Besonderes sein können, ne? Ja, schreibt mir gerne nochmal in die Kommentare, ob ihr irgendeine Idee habt, wo hier noch Schatzkisten sein könnten. Aber vielleicht ist auch schon... Ja, vielleicht ist der Part auch dann schon vorbei. Also dieses Let's Play auch schon vorbei, wenn ihr das seht. Weil es ist nicht mehr so lange, ne? Ich denke, vielleicht noch so... Ah, 6, 7 Folgen vielleicht noch. Ich weiß nicht genau, wie lange es noch dauert. Kommt drauf an, wie viel Glück wir jetzt noch mit den Items haben. Müssen wir mal sehen. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal hier rein. Und ich glaube, wir haben noch genug Zeit. Boom, boom. Für 100 Rubine. Wir haben genug Money. Und dann, das ist, glaube ich, wirklich ein kurzer Run hier drin jetzt. Da ist irgendwie was falsch gelaufen. Beim Schreiben. Ja, das ist ein kurzer Run. Ich glaube, das sind nur 5 oder 10 Ebenen. So, und dann fängt es erstmal mit den Viechern an. Meinen Lieblingsgegnern. So, zack. Einfach nur Schwert-Spam. Geht natürlich viel besser, wenn du schon das abgetradete Schwert hast, ne? Die Viecher da oben, die da auf der Tribüne sind, die sind auch ganz komisch animiert. So, wir machen mal Wirbelattacke, oder? Zack. Ja, Mann. Wirbelattacke ist einfach so ultra krank in diesem Game. Also sobald du hier die Wirbelattacke hast und dann noch das stärkere Schwert, dann ist eigentlich auch vorbei. Sind wir ganz ehrlich. So. Zack. Und gleich nochmal rein da. Tschüss. Ich glaube, das sind nur 5 Ebenen hier, ne? Ich glaube tatsächlich schon.
so. Ah, die hasse ich ja, ne? Das sind so richtige... Und dann werfen die ja noch ihre Knochen. Die hasse ich so sehr. So, tschüssi. Bam. Ekelhafte Viecher. So, siehst du, da kommt schon der Boss. Da muss ich einfach nur mal... Zack. Richtig schön mit der Wirbelattacke zweimal rein und dann war es das auch schon. Easy win. Wirklich easy win. Bam. So. Gib her das Geld. Gib her. Bam, bam, bam. Yeah. Ja, du kriegst hier so viel Kohle, ne? Wie viel haben wir ausgegeben? 100 Rubine und ich glaube, wir haben jetzt 300, 400 bekommen. Also das ist schon krass. Vielleicht sogar 500. So, kriegen wir denn eine Belohnung? 49 Sekunden haben wir nur gebraucht. Wahnsinn. 15 Level ist das nächste. Der nächste Kurs. Und wir können einen Herzcontainer bekommen. Oder ein Herzteil. Genau. Ja, aber ich würde sagen, das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Kostet 200 Rubine. Genau, das machen wir in der nächsten Folge. Ja, ja, ich komm auf jeden Fall zurück. Gut, ja. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und wieder einschalten zum Malink Between Worlds Randomizer. Tschüssi, Leute.